Am Montag, den 8. Juli 2024, fand die offizielle Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Regionalwahlkreis Süd, Bezirke Oberbullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf statt. Die Regionalwahlkreisliste wird vom Inzenhofer Bürgermeister und ehemaligen Nationalratsabgeordneten Jürgen Schabhüttl angeführt. Ja, geschätzte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine Ehre, dass ich heute die Aufgabe übernehmen darf, ein bisschen einzuleiten für den heutigen Pressetermin. Das Ziel ist es, dadurch, dass morgen der Stichtag ist für die Nationalratswahl, dass wir unsere Teams ein bisschen vorstellen. Wir werden das so machen, dass wir eben hier unten im Süden die südlichen Kandidaten aus dem Regionalwahlkreis Süd vorstellen und dann am Nachmittag anschließend die Kandidatinnen und Kandidaten aus den nördlichen Bezirken. Wie das auch schon bei der ersten Pressekonferenz ein bisschen erläutert wurde, war es uns wichtig und vor allem dem Landeshauptmann Doskozil wichtig, eine gut durchmischte Liste aufzustellen, eine starke Liste, eine Liste, die auch repräsentiert, dass wir den burgenländischen Weg nach Wien bringen wollen, dass wir für die Themen, für die wir uns bereits im Burgenland einsetzen, auch auf Bundesebene einsetzen werden. Und darüber hinaus haben wir eine sehr weibliche Liste. Ich glaube, man sieht es ja jetzt, obwohl nicht alle Kandidatinnen und Kandidaten anwesend sind, dass wir hier auch eine Vorbildfunktion einnehmen wollen und eben auch zeigen wollen, dass wir junge Frauen unterstützen wollen, auch in das politische Leben einzusteigen und sich hier zu festigen. Die Themen liegen für uns ganz klar auf dem Tisch. Wir werden stark uns einsetzen für den ganzen Bereich, im Bereich Gesundheit, für den Bereich Pflege natürlich. Wir werden auch weiterhin ganz stark hinter unserem Mindestlohn stehen. Das ist auch ein großes Feedback, das wir jetzt bekommen haben, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Wir haben hier die geringste Armutsgefährdung in ganz Österreich derzeit im Burgenland. Das ist auch dem Mindestlohn mitunter zu verdanken. Und das ist auch eine sehr wichtige frauenpolitische Maßnahme, für die wir uns weiterhin einsetzen werden. Wir werden aber auch, und das ist, glaube ich, ganz zentral, als betroffenes Bundesland, uns weiterhin dafür einsetzen, dass wir eine klare Linie im Bereich Asyl und Migration haben und werden auch das sowohl nach Österreich tragen und nach Wien tragen, als auch innerhalb der eigenen Partei, so wie bisher, stark kommunizieren. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das liegt uns am Herzen. Und es ist einfach so, dass wir sagen, wir wollen diesen typischen burgenländischen Weg weiterhin gehen und werden auch auf Bundesebene das einbringen. Wir haben hier im Süden einen extrem starken Kandidaten, der sitzt hier zu meiner Rechten, das ist der Jürgen Schabhüttl. Wenn wir schon im Bereich Sicherheit sind, ist er auch mitunter einer, der das so stark wie keiner repräsentiert. Er kommt aus dem Innenministerium oder ja, er war Polizist lange Zeit, ist quasi ein Fachmann in diesem Bereich. Und ebenso mit dieser Liste, die Kandidatinnen und Kandidaten werden sich dann auch noch kurz selbst vorstellen, wollen wir dafür sorgen, dass wir ein gutes Ergebnis erreichen. Das Ziel ist klar, wir wollen das zweite Mandat erhalten. Und das Sahnehäubchen sozusagen wäre es natürlich, dass wir auch wie bei der EU-Wahl das beste Ergebnis liefern können und die stärkste Partei sein werden oder uns das zurückholen werden, was wir bereits waren. Und das sind sozusagen unsere Ziele, das sind unsere Themen. Wir gehen den burgenländischen Weg, wir bleiben dem treu. Und ich darf jetzt gleich weiterleiten an die Kandidatinnen und Kandidaten und würde Sie bitten, sich auch kurz vorzustellen. Und danach stehen wir sehr gerne auch für Fragen zur Verfügung. Bitte schön, Jürgen. Ja, danke Jasmin für die gute und sehr umfangreiche Einleitung. Ja. Mein Name ist Jürgen Schabhüttl, das ist schon genannt worden. Ich darf der Spitzenkandidat des Wahlkreises Süd sein für die kommende Nationalratswahl. Und ja, ich glaube, dass einige von euch mich eh schon kennen. Ich bin langjähriger Bürgermeister, also fast 17 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Inzenhof. Ich bin in meinem Brotberuf Polizist, habe schon 5 Jahre Erfahrung in Wien im Parlament gehabt. Und bin seit 4,5 Jahren Mitarbeiter vom Herrn Landeshauptmann Doskozil. Und ja, ich bin sehr stolz darauf, dass ich diese Position einnehmen kann und für uns oder für die Sozialdemokratie hier vorangehen kann und habe ein ganz, ganz tolles Team um mich. Ihr seht ja eh, so wie die Landesgeschäftsführerin schon ausgeführt hat,
Das Team ist auch sehr, sehr weiblich. Es war uns wichtig, dass hier auch eine gute Mischung mit jungen Kandidatinnen und Kandidaten, aufstrebenden Persönlichkeiten da ist. Und wir zusammen wollen hier die Ziele, die Frau Landesgeschäftsführerin schon gesagt hat, wir wollen hier stärkste Partei auch bei dieser Nationalratswahl sein. Wir wollen dieses zweite Mandat auch im südlichen Wahlkreis halten. Und die Themen, die liegen am Tisch, das ist der burgenländische Weg, den haben wir uns verpflichtet. Wir sind den Burgenländerinnen und Burgenländern verpflichtet. Sie wissen, wie wir Politik machen hier im Burgenland, und diesen erfolgreichen Weg wollen wir auch in Richtung Parlament, in Richtung Wien tragen, mit den Themen Gesundheit, Pflege, Gratiskindergarten, Mindestlohn und auch für mich speziell sehr, sehr wichtig, der Sicherheitsaspekt, der ist auch in unserer Bevölkerung sehr weit verbreitet. Das Thema Asyl und Migration ist auch für uns ein wichtiges Thema. Das darf nicht auf die Seite geschoben werden. Die Menschen haben sich hier auch Antworten verdient und haben hier auch bei uns, kriegen sie die Antworten, und das wird auch ein Teil unserer Wahlkampfbewegung sein. Und ich glaube, wenn wir den Menschen hier im Burgenland und im südlichen Wahlkreis ein derartiges Angebot legen, dass, und wenn wir auch mit dem durchkommen, für was wir stehen, für diesen erfolgreichen burgenländischen Weg, den unser Landeshauptmann hier im Burgenland vorgezeichnet hat, und wenn Sie sich darauf verlassen können, dass wir hier diesen Weg auch nach Wien tragen, dass wir in unserem Wahlkreis die Menschen hier auch weiter vertreten wollen, auch in Wien vertreten wollen, glaube ich, dann wird dieser Zuspruch da sein. Auf das hoffen wir, für das werden wir laufen und werden gemeinsam alle an einem Strang ziehen, um dieses Ergebnis dann einzufahren. Dankeschön. Ja, danke, Jürgen. Mein Name ist Christoph Frühstück. Ich bin Vizebürgermeister in der Marktgemeinde Lockenhaus und bin bei der Gewerkschaft ProG beschäftigt. Meine Themen werden sich rund um die Arbeitswelt beschäftigen, von jung bis alt, weil ich glaube, dass es hier sehr viele Verbesserungen braucht, um auch die Arbeitssituation noch weiter zu verbessern, damit wir mehr Fachkräfte bekommen, weil der Fachkräftemangel ist ja ein ganz großes Thema. Aber nicht nur das, sondern auch, dass die Arbeitsplätze gesichert werden, dass es hier Unterstützungen seitens der Politik braucht, um Arbeitsplätze hier zu halten, um Entwicklung zu fördern, angefangen von erneuerbaren Energien, weil hier, glaube ich, das Burgenland hier eine Vorzeigeregion in Europa ist von erneuerbaren Energien und wird das auch hier in Zukunft sein. Und für mich ist das Wichtigste der Mensch. Mir ist wichtig, dass die Leute Gehör finden. Und das haben wir auch hier in Lockenhaus bewiesen. Dafür sind wir gewählt geworden. Und das ist für mich das Wichtigste, zuzuhören. Weil wenn man zuhört den Menschen, dann kann man sehr viel herauslesen und kann man sehr viel bewirken. Und deswegen freue ich mich sehr, auch für die SPÖ, für die Sozialdemokratie in den Nationalwahlkampf zu gehen. Danke. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite her. Ein schöner Tag beginnt mit einem tollen Team, und genau das haben wir heute, glaube ich. Mein Name ist Rudolf Rogatsch, bin Vizebürgermeister von der Marktgemeinde Neuersam-Klausenbach, also im südlichen Bereich des Burgenlandes, die letzte Gemeinde im Burgenland, und bin Spitzenkandidat vom Wahlkreis Süd im Bezirk Jennersdorf. Und ich freue mich ganz besonders, mit dem Jürgen im Wahlkreis Süd eben genau in diesem Team dabei sein zu dürfen, dabei sein für den südlichsten Bezirk zu arbeiten, genau die Schwerpunkte, die SPÖ Burgenland vorgibt, umzusetzen, nahe den Menschen zu sein, und genau das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Ja, das hatten wir schon einmal, irgendwo anders, glaube ich. Genau, und genau das ist mir persönlich auch sehr wichtig, bei den Menschen zu sein, um unsere Punkte auch im Bund weiterzubringen nach Wien, um ein gutes Ergebnis für die SPÖ im Burgenland auf Bundesebene zu erreichen. Mir persönlich sind zwei Dinge sehr, sehr wichtig im Wahlkampf.
wie es vorher schon erwähnt worden ist, der Mindestlohn. Der Mindestlohn, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und wie es unser Landeshauptmann schon öfters vorgegeben hat und gesagt hat, Arbeit muss sich auszahlen, Arbeit muss sich lohnen. Ja? Und wer heute 40 Stunden in der Woche arbeiten geht, dann muss er mit diesem Geld auch durchkommen. Dann muss er auch ganz einfach die Familie ernähren können. Und das ist mein persönlicher Zugang für die Menschen, für die Bevölkerung im Südburgenland, in Burgenland und auch in Österreich. Der zweite Punkt, was mir wichtig ist, sind die Pflegestützpunkte. Die Pflegestützpunkte im Burgenland. Burgenland geht hier einen eigenen Weg. Wir werden von anderen Bundesländern, glaube ich, was das betrifft, beneidet. Wir haben in jedem Bezirk Punkte, wo die Menschen gepflegt werden, wo jemand da ist, wo sie hingehen können und wo sie ein offenes Vorfinden. Und diese zwei Punkte sind für mich persönlich als Spitzenkandidat im Bezirk Jennersdorf sehr, sehr wichtig. Das versuche ich in die Menschen umzubringen und die Menschen zu verklickern, dass genau der Weg, den wir in Burgenland gehen mit unserem Landeshauptmann, der richtige ist und auch für den Bund. Danke. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, bei diesem Ambiente heute kann man gut verstehen, warum Wien auch mehr Burgenland braucht. Ich glaube, so schöne Gastgärten habe ich in Wien selten gesehen. Adrian Kubert, bin 32 Jahre alt oder jung, je nachdem. Bin seit 2 Jahren Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Binkerfeld, seit 12 Jahren Gemeinderat und bin ausgebildeter Jurist. War lange Zeit an der Uni Wien, dann in einer Wirtschaftsrechtskanzlei und jetzt an der FH Burgenland. Ich habe mich eigentlich relativ rasch dazu entschieden, wie mich der Herr Landeshauptmann Dosko Ziel angerufen hat und gefragt hat, möchtest du im Bezirk Oberwart und dann auch natürlich für das Land Burgenland für diese Nationalratswahl kandidieren, weil ich glaube, die Themen liegen, auch wie es die Jasmin und der Jürgen richtig gesagt haben, am Tisch. Gerade jetzt in dieser Zeit braucht es einfach mehr Miteinander, es braucht Herz. Es braucht aus meiner Sicht endlich wieder Politik mit Herz, die wir unterbringen, nicht nur im Burgenland, sondern in Österreich. Wir haben das im Burgenland bewiesen. Aber in den letzten Jahren, wenn man sich anschaut, ist dieses soziale Gewissen, was diese Republik jahrzehntelang ausgemacht hat und was die Sozialdemokratie aufgebaut hat, verloren gegangen. Es ist verloren gegangen, weil wir Leute vorn stehen haben, die auf die drängenden sozialen Fragen unserer Zeit antworten. Na, dann sollen sie halt zum Mäcki gehen, sollen sie ihre Kinder einen Burger kaufen und damit ist es erledigt. Die Einmalzahlungen rauswerfen und sagen, naja, dann federn wir halt diese Probleme damit ab. Und die nicht mehr hinhören, wenn Jugendliche keine Arbeit finden, die nicht mehr hinhören, wenn Pensionisten, die jahrzehntelang gearbeitet haben, plötzlich sagen, ich kann mir das Hatzen nicht mehr leisten, ich kann mir den täglichen Einkauf nicht mehr leisten und eigentlich müsste ich das Haus jetzt verkaufen, weil das kann ich mir nicht mehr leisten, das Leben. Und das kann nicht der Anspruch sein in einem Land wie Österreich, dass wir den Menschen hier in diesem Land einfach nur sagen, naja, dann kommt es halt mit dem zurecht, es wird schon irgendwie besser werden, in anderen Ländern ist vielleicht auch nicht besser. Aber ich glaube, wenn man sich den europäischen Vergleich anschaut, dann haben wir in den letzten Jahren einiges verschlafen. Und ich glaube, da braucht es jetzt endlich wieder Sozialdemokratie, eine starke Sozialdemokratie. Und das wird unser Auftrag sein, hier auch im Bezirk Oberwart und im Burgenland, dass wir diese starke Sozialdemokratie wieder nach Wien bringen, damit wir dort einen Kurs umsetzen, der hier im Burgenland schon erwiesenermaßen funktioniert hat. Und damit dieses soziale Gewissen und dieses Herz in Österreich endlich wieder zum Vordergrund kommt und schlägt. Und dafür werden wir kämpfen, dafür werden wir laufen und dafür werden wir hoffentlich dann am Wahltag das entsprechende Ergebnis zusammenbringen, damit in Österreich endlich wieder Herz regiert und nicht diese Politik der letzten Jahre, um das schön auszudrücken. Danke. Dankeschön. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Olivia Kaiser. Ich darf auf Listenplatz 2 im Regionalwahlkreis Süd kandidieren und bin Spitzenkandidatin im Bezirk Oberwart. Ich bin Vizebürgermeisterin in der Marktgemeinde Großpetersdorf und ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Gesundheitsbereich. Das heißt, ich habe das Studium der Sportwissenschaften abgeschlossen. Ich habe während meines Studiums, aber auch danach im Gesundheitsbereich, in der Gesundheitsvorsorge gearbeitet. Anschließend im Jahr 2013 bin ich circa ins Regierungsbüro von der damaligen Landesrätin Verena Dunz gewechselt. Dort habe ich sehr viele Erfahrungen in der Landespolitik, aber auch in der Frauen- und Familienpolitik sammeln dürfen. Schlussendlich bin ich ins Amt der burgenländischen Landesregierung gewechselt. Da bin ich jetzt in der Förderabteilung und leite hier das Referat für Familien. Mir ist einfach wichtig, dass den Menschen wirklich zugehört wird, dass die Anliegen der Menschen aufgegriffen werden und dass Lösungen nicht nur erarbeitet, sondern auch umgesetzt werden. Und unser Landeshauptmann hat das sehr treffend formuliert und er sagt, dass die Politik den Menschen dienen muss und nicht umgekehrt.
und auch, dass die Politik das Leben der Menschen besser machen muss. Und nicht zuletzt, dass einfach wir in der Politik mehr Gespür für die Menschen aufbringen müssen, um uns wirklich in die Lebensrealität der Menschen hineinzufühlen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und genau das ist mein Anreiz und mein Ansporn und auch in der Politik. Und als Vizebürgermeisterin von Großpetersdorf ist es mir gelungen, dass die Menschen zu mir kommen. Ich bin Ansprechpartnerin für sehr viele Menschen. Sie kommen zu mir mit ihren Anliegen. Und ich versuche ihnen auch zu helfen, zu unterstützen, Lösungen zu finden, meine Erfahrungen hier einzubringen, die ich in den letzten Jahren sammeln durfte. Und genau das sehe ich jetzt auch, dass ich das über Großpetersdorf hinaustragen möchte. Meine Themen liegen auf der Hand. Das ist natürlich im Gesundheitsbereich, das ist auch im Bereich, im Sozialbereich, aber auch Familien- und Frauenpolitik. Und ich denke, auch unser Landeshauptmann hat ein sehr gutes Gespür für die Menschen und er holt mit seinen Themen sehr viele Menschen ab. Und das sind eben genau diese Themen, die Themen Gesundheit, Soziales mit Mindestlohn, mit Gratis-Kindergarten, mit der kostenlosen Nachhilfe. Ja, und genau das wollen wir auch übers Burgenland hinaus nach Wien bringen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Karina Binsker. Ich komme aus der Naturparkgemeinde Unterköllstetten. Das ist so die nördlichste Gemeinde vom Südburgenland. Ich komme aus der Elementarpädagogik. Dort liegt auch mein Herzblut. Also ich bin ausgebildete Elementarpädagogin und Hortpädagogin. Decke so das Spektrum der 0- bis 14-Jährigen ab. Die Störche unterstützen uns mit ihrem Gesang. Ich bin seit 2006 Lehrerin und bilde angehende Elementarpädagoginnen und pädagogische Assistentinnen aus. Das heißt, ich kenne sehr genau die Themen und weiß, was unsere Familien im Burgenland brauchen. Und unser Herr Landeshauptmann hat da ein Vorzeigeprojekt umgesetzt, nämlich den Gratis-Kindergarten, wo er eben einerseits der Bildung in der Elementarpädagogik entgegenkommt und auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den Familien da ja, sehr große Gewichtung in dieses Thema gesetzt hat, damit eben auch das gut umgesetzt werden kann. Diesen Weg möchte ich auf jeden Fall mitgehen, mittragen und mit nach Wien nehmen, weil ich denke, da haben wir ein Vorzeigeprojekt, das sich wirklich sehen lassen kann. Ja, die Chancengleichheit und ein Bildungssystem unterstützt die SPÖ Burgenland wirklich für alle Kinder und mit allen Kindern meine ich wirklich auch alle Kinder mit besonderen Bedürfnissen, denn auch da können wir einen tollen Weg vorzeichnen, dass wir wirklich Kinder auch mit besonderen Bedürfnissen in unser Bildungssystem mit integrieren. Auch das ist nicht selbstverständlich. Ich habe sehr viel Kontakt zu anderen Bundesländern und dass wirklich alle Kinder mit besonderen Bedürfnissen auch einen Platz und eine Möglichkeit bekommen, Bildung zu erfahren, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist etwas, das wir auf jeden Fall mit in den Bund nehmen möchten. Ein zweites großes Thema, wo ich sehr viele Parallelen auch zum Bildungssystem sehe, ist die Pflege, dass wir auch dort viele gut ausgebildete Kräfte haben, die einerseits in den verschiedenen Pflegestützpunkten und im gesamten Gesundheitsbereich unsere pflegebedürftigen Menschen gut betreuen können, dass wir da genug ausgebildetes Personal haben und damit unsere Angehörigen auch einerseits in den Stützpunkten gut versorgt werden können, wohnortnah, als auch eben auch begleitet werden. Ja, diese Themen, Pflege, Gesundheit, Bildung, das möchte ich mitnehmen und dort möchte ich meine Expertise auch einbringen und freue mich auf die Unterstützung. Dankeschön. Dankeschön, auch einen schönen guten Morgen meinerseits. Mein Name ist Daniel Sommer, ich komme aus Stob, bin Vizebürgermeister der Marktgemeinde Stob im schönen Mittelburgenland. Ja, ich kandidiere zur Nationalratswahl, weil ich denke, dass in der Vergangenheit, in den letzten Jahren nicht alles auf Bundesebene optimal gelaufen ist. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren eine Rekordinflation in Österreich. Es können sich immer mehr Menschen immer weniger leisten. Über 1% der Bevölkerung hat in Österreich 50% aller Vermögensmittel und ich denke, dass es an der Zeit wäre, hier gegenzusteuern. Dafür möchte ich mich einsetzen. Somit ist mir soziale Gerechtigkeit als Thema am wichtigsten. Unter soziale Gerechtigkeit zähle ich Punkte wie Wohnraumschaffung, Mindestlohn natürlich, aber auch generell ein gutes Miteinander. Ich denke, wir im Burgenland, uns zeichnet wirklich eine Gemeinschaft aus, uns zeichnet ein Miteinander aus und das gehört erhalten, sowohl auf kommunaler Ebene,
als auch auf Landesebene. Und ich denke, dass wir hier im Burgenland mit sehr vielen Leitprojekten in den letzten Jahren einiges umgesetzt haben und das auch weiterhin umsetzen werden. Und um das zu stärken, dafür trete ich ein. Dankeschön. Auch von mir einen wunderschönen Vormittag. Mein Name ist Manuela Schönauer. Ich komme aus der Großgemeinde Nikic. Kennen Sie wahrscheinlich alle. Falls Sie es noch nicht kennen, es ist in der Nähe von Oberbullendorf. Ich bin seit der letzten Gemeinderatswahl Gemeinderätin und darf als Gemeinderätin in Nikic wirken, was mich sehr stolz macht. Und bin aber nicht nur Gemeinderätin, sondern bin seit 28 Jahren diplomierte Gesundheits- und Krankenschwestern im Intensivbereich. Das heißt, ich bin seit 28 Jahren habe einen guten Einblick ins Gesundheitswesen. Und das macht mich gerade deshalb stolz, weil wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen von den anderen Bundesländern rede, dann sagen sie mir, was willst du bist im Schlaraffenland. Und das stimmt wirklich. Denn was das Burgenland für die Pflege gemacht hat, das gibt es woanders nicht. Ja? Wenn ich mir denke, die pflegenden Angehörigen, ja? Wenn ich mir denke, wir haben da ein Top-Spital jetzt neu aufgestellt, ja? Wir haben die Pflegestützpunkte, die, wie du vorhin gesagt hast, das sind alles Dinge, die sind nicht selbstverständlich. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, es ist so, mein Job ist, oder meine Berufung, sage ich immer, ist die, ein Patient kommt auf die Intensivstation, ist krank, ja, kommt aber nicht nur als krank auf die Intensivstation, sondern er kommt mit seinen Problemen dorthin, der Angehörige auch, ja, und wir haben die Aufgabe, die zu lösen. So sehe ich das auch im Burgenland. Der Landeshauptmann sieht ein Problem, versucht es zu lösen und geht sofort in die Maßnahme. Und genau das ist es, warum ich da sitze. So kann man arbeiten. Ja. Wenn ich mir vorstelle, vor kurzem oder vor längerer Zeit war es eigentlich, dass Angehörige gekommen sind mit dem Papa oder der Mama und wir nicht gewusst haben, wie soll man denn tun? Wie soll man denn wirklich gut versorgt nach Hause schicken? Ja? Und jetzt, wo der Sohn oder die Tochter sagt, ja, jetzt kann ich daheim sein, jetzt kann ich mich kümmern, ja? Jetzt kann ich meine demente Mutter zum Beispiel pflegen, ja? Dann ist das nicht nur für die Angehörigen, nicht nur für den Patienten gut, sondern auch eine Entlastung für uns als Pflegepersonen. Ja? Das ist für mich einfach der Punkt, warum ich da sitze, weil das gehört nicht nur im Burgenland, sondern das gehört auch in den Bund getragen. Das ist eine Sache, die gehört dem Menschen, das ist für den Menschen. Und genau das ist der Punkt, der in so vielen Dingen weitergeführt werden muss. Noch was muss ich anbringen, ich weiß, ich darf nicht so lange reden, aber das Krankenhaus habe ich schon gesagt, aber was mich jetzt ganz im tiefsten meiner Seele, seit 6 Jahren arbeite ich in Oberbullendorf auf der Intensivstation, aber was mich echt gefreut hat, ist dieses MAT. Ja, also Sie müssen sich vorstellen, da kommen Leute und sagen, ich habe keinen Termin gekriegt, ich weiß nicht, ich habe auch nicht das Geld, dass ich es mir selber zahle. Ja? Und jetzt ist das MRT da und die können einfach jetzt den Termin kriegen und das ist einfach großartig. Deshalb sitze ich da und deshalb ist mein Herzblut auch dahinter. Das ist das erste Thema, aber Sie wissen, zum Schluss kommt das Beste. Und das zweite ist, bin Mutter von Zwillingen von 9 Jahren. Und ich glaube, ich möchte Ihnen zeigen, dass man Demokratie leben kann. Ich möchte Ihnen zeigen, dass man Demokratie umsetzen kann. Ich habe den Vorteil, dass ich in einem Bundesland bin, wo es wirklich gelebt und gearbeitet wird und umgesetzt wird. Und ich bin auch da, dass meine Kinder sehen, wie es funktionieren kann. Danke. Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Hanna Granditsch, ich komme aus dem wunderschönen Stinaz, sicher allen bekannt. Ich habe auf der FH Burgenland Soziale Arbeit und Sozialpädagogik studiert, darf als Sozialarbeiterin im SOS Kinderdorf in Pinkerfeld arbeiten mit Schwerpunkt Krise, Traumapädagogik und offene Jugendarbeit. Und weiters darf ich auch als parlamentarische Mitarbeiterin arbeiten.
Als stolze Steinharzerin sind mir natürlich die Volksgruppen im Burgenland sehr wichtig, das heißt Burgenland, Kroaten, Volksgruppe der Ungarn und auch der Roma. Weiters auch die soziale Arbeit, als soziale Arbeiterin haben wir natürlich viele Handlungsfelder und vor allem die offene Jugendarbeit. Ich darf auch das Burgenland im bundesweiten Netzwerk der offenen Jugendarbeit vertreten, mit großer Unterstützung des Landesjugendreferats. Und ich kann nur bestätigen, dass ich große Unterstützung vom Land Burgenland bekomme. Wir haben Rahmenbedingungen, die es in keinem anderen Bundesland gibt. Und das freut mich besonders. Und wie gesagt, stolze Burgenland-Kroatin, ich möchte eine Stimme sein. Ich kann es nur oft wiederholen, Burgenland ist einfach, unterstützt mich da. Und ja, ich bin eine, wie gesagt, eine stolze Burgenland-Kroatin und ich hoffe, dass ich mich da gut einbringen kann. Ich habe auch schon Erfahrung gesammelt im Volksgruppenbeirat österreichweit. Und es kann halt nicht sein, dass die Förderungen bundesweit nicht seit 20 Jahren erhöht werden. Und das gehört geändert. Und ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich ein Teil des Teams sein kann und mit unserem Spitzenkandidaten Regionalwahlkreis Süd haben wir sicher die richtige Entscheidung getroffen. Und ich bitte um Unterstützung und danke nochmal, dass ich ein Teil des Teams sein darf. Ja, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen und danke für das zahlreiche Erscheinen. Ich darf jetzt abschließend, ich selber kandidiere ja nicht für den Nationalratswahl, aber als Landesgeschäftsführer, darf ich abschließend nochmal Revue passieren lassen und zusammenfassen, dass wir ein sehr breites, motiviertes Kandidatinnenfeld haben. Wir haben aufstrebende Kandidatinnen und Kandidaten, erfahrene und vor allem, was mir auch als Gemeindevertreter wichtig ist, wir haben viele Bürgermeister und Bürger und Vizebürgermeisterinnen auf der Liste, die beweisen, dass sie das Herz, dass sie das Ohr an der Bevölkerung haben, dass sie die Sorgen der Menschen verstehen und diese auch dann auch selbstbewusst ins Parlament bringen können. Wir seien gemessen an den Wahlergebnissen im Burgenland bei der SPÖ immer im Spitzenfeld dabei und haben auch immer die stärksten Ergebnisse und deswegen erlauben wir uns auch und nehmen wir uns auch das Recht heraus, den eigenständigen burgenländischen Weg auch motiviert ins Parlament zu bringen. Mit unseren Top-Themen der Pflege, die Pflegestützpunkte sind angesprochen worden, mit der besten Gesundheitsversorgung, mit dem klaren Kurs in Asyl und Migration und vor allem auch immer wieder mit Hausverstand zu agieren. Und was mir auch noch besonders, bevor wir zu den Fragen überleiten, wichtig ist, ist, weil sie selber hat sich vergessen, so jetzt mal vorzustellen, sie hat die Pressekonferenz eingeleitet, die Jasmin Buchwein, unsere Landesgeschäftsführerin, kandidiert auch, und zwar als weibliche Spitzenkandidatin der SPÖ Burgenland für die Nationalratswahl, kommt aus der Stadt Eisenstadt und wird eine starke Stimme der Frauen sein. Und das ist mir auch wichtig als dein Partner quasi in der Landesgeschäftsführer, das auch noch hier zu erwähnen. In diesem Sinne darf ich überleiten zu den Fragen der Medien. Danke. Die Kandidaten sind vorgestellt. Was sagen Sie dazu? Grundsätzlich bin ich immer stolz drauf. Also Sie haben das eh vorhin gesehen, die Kandidaten, wir haben da eine richtige Wahl getroffen. Also vom Mix her zwischen Männern und Frauen haben wir den richtigen Mix auch da gefunden. Und mit dem Spitzenkandidat, mit dem Jürgen Schapphüttl, glaube ich, dass wir eine wirklich starke Stimme aus dem südlichen Bereich des Burgenlandes haben, den wir in den Nationalrat schicken können. Die Themen liegen auch klar auf der Hand. Es wird alles andiskutiert, von Mindestlohn beginnend bis hin zur Pflege. Aber natürlich, was unserem Spitzenkandidat auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema natürlich Asyl und Sicherheit. Und das gehört natürlich auch diskutiert. Das gehört nicht nur im Land diskutiert, das gehört auch im Bund diskutiert.